So, heute mal ein kurzes Update-Video, denn hier gegossen wurde ja gestern die Hauptschicht. Und wie ihr seht, das Wurmloch hat mir tatsächlich richtig Ärger bereitet. Da muss ich nacharbeiten. Einmal da und dann sogar, wo ich nicht mit gerechnet habe, wo vorher nichts weiter zu sehen war, sind dann auch noch ein paar andere Stellen dazu gekommen, wo ich noch nicht mal mir nach 16 Stunden großartig was machen konnte. Hier ist noch, da muss ich nacharbeiten. Da muss ich nacharbeiten. Die waren oberflächlich, die habe ich aufgepiekt, das sind nur Kuhlen. Die werden ja mit Hanniresin dann eh verschlossen. Hier außen, da auch nochmal, da habe ich schon ein bisschen drin rumgestochert, da kann ich es auch noch ein bisschen machen, aber da werde ich auch nacharbeiten müssen. Hier ist bloß ein Faden, den ich gezogen habe, wo ich das abgestochert habe. Also das ist kein größeres Übel. Aber da, das füllt sich. Da ist nichts weiter passiert, Gott sei Dank. Aber dieses Wurmloch, was mir Sorgen gemacht hat, das hat auch gestern nach dem Gießen noch im Sekundentakt kam der Bläschen. Da muss ich auf jeden Fall aufbohren, werde ich mal nicht. Ich werde mal, wenn das nicht mehr klebrig ist, mit Skalpell aufschneiden, damit sich keine weiße Fläche bildet. Aber da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden bei. Aber ansonsten, ja. Ja, also nacharbeiten muss ich hier auf jeden Fall, bevor die finale Endbeschichtung kommt. Und das werde ich mit Skalpell machen. Ich denke mal, das kann ich morgen machen, wenn das nicht mehr klebrig ist. Denn klebrig ist es ja noch, aber nicht mehr so weich wie beim Musterziehen. Denn beim Musterziehen habt ihr ja gesehen, ich habe bei 15 Stunden angefangen. Konnte bei 15 Stunden locker und selbst nach 17 Stunden hat sich noch verformt. Das sieht schön aus. Das passt richtig schön. Ja. Und nach 21 Stunden sind die Muster dann so geblieben. Und hier sind das jetzt, wie ihr sagt, gerade mal 16 Stunden. Ja, also die Gießhöhe macht eine Menge aus. Und die finale Schicht, die kommt ja dann auch noch. Aber vorher werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie sich das entwickelt. Ich mache jetzt immer mal so ein paar kurze Videos, damit ihr seht, damit es hier vorne, da und da nach Arbeit bedarf. An diesen Stellen muss ich nacharbeiten. Und das zeige ich euch dann, wenn ich das rausschneide, natürlich, bevor die Endbeschichtung kommt. Also bleibt dran, ihr geht gleich weiter, obwohl bei mir mehr Zeit vergeht wie bei euch. Denn bei euch geht sofort weiter und ich muss bestimmt nur einen Tag warten. Thank you.
40 Stunden später werde ich jetzt mal gucken, ob ich schon ein bisschen was machen kann oder noch warten muss. Ich habe mir dazu jetzt mal einen Fräser, einen Spitzfräser, in den Akkuschrauber gespannt, weil Fräser bedeutend schärfer sind wie Bohrer. Und damit will ich jetzt vorsichtig mal probieren, was auszufräsen. Ich werde mal erst da oben an die Ecke rangehen, weil das sind geöffnete Blasen, nur um mal zu gucken. Wie es funktioniert. Und ich muss sagen, das hat jetzt schon mal sehr gut geklappt, weil das Harzgemisch, das ist ja noch relativ weich, ist ja 3DB50. Es klebt nicht mehr. Das ist der Hauptvorteil jetzt zu der Zeit. Und ich kann die ganze Sache schön vorsichtig angehen. Wird natürlich dann im Nachgang auch noch ausgesaugt und alles, aber ich will erst mal gucken. Da ist auch noch eine Stelle gewesen. Wunderbar, das ist wie ihr hobelt, so richtig schöne, feine Spänchen sind das. Und das ist gut, damit das nicht so extrem auf das Harz drumherum geht, wo ich mache, weil mit dem Bohrer, der würde zu grob reingehen. Deswegen habe ich mich für den Fräser entschieden. Denn da kann ich aufdrücken, vorsichtig nach Bedarf. Und der Fräser schält mir das vorsichtig raus. Denn damit er ja nur die beiden Schneiden gegenüberliegend hat, musste ich jetzt so halten. Der hat ja nur die beiden Schneiden gegenüberliegend und auch bei der Spitze vernünftig. Dadurch minimiert man auch diese extrem lange Reibung. Das sauge ich dann sowieso nur ab. Ich merke auch richtig, wie schön weich das noch ist, aber nicht mehr zu weich ist, wenn ich hier mit drauf drücke. Natürlich vorher mit einem Schaschlikspieß schon probiert und habe gesehen, damit ich eventuell noch kleine Dellen drin gedrückt kriege, aber mehr auch nicht mehr. Da ist meine übelste Stelle. Die hier hinten, die ist nicht ganz so. Da komme ich auch auf jeden Fall noch mit parat.
Nee, das Akku lässt immer noch nie nach. Ich habe dann nur langsamer, damit ich nicht zu viel Wärme erzeuge. Weil gerade durch zusätzliche Wärme hoch könnte das jetzt ringsrum sonst zu weiß werden und genau das möchte ich verhindern. Das lasse ich mir zum Schluss da. Das größte Übel. Ja, der hier wird auch ein bisschen problematischer. Hier muss ich jetzt auch ein bisschen öfter ansetzen, um diese Ecken hier alle. Denn das war das Brett hier, was von Anfang an im Sekundentakt immer noch Luftbläschen nach oben gebracht hat. Wo ich eigentlich gedacht habe, damit das mit dem Klarlackversiegeln doch Vorteile bringt bei die Wurmlöcher, die drinne waren. Aber das muss ein Wurmloch hier gewesen sein, wo man beide sagen müsste, das könnte nur das ganze Brett innen hohl gemacht haben, bevor er wieder reingegangen ist. Na, was hat meine Kamera jetzt? Hängt die schon wieder? Ach Mann, ey. Macht meine Kamera jetzt von selber weiter? Nee. Doch, die nimmt selber weiter auf. Ist das jetzt so richtig? Sehe ich das richtig? Jo, na gut, weil da war das Bild ja eben gänzlich weg, warum auch immer. Sieht man mal, wie viele man hier rausholt, wenn man das so macht. Ich will gucken, damit ich da von der Ecke aus noch dichter am Brett komme, damit ich die auch noch wegkriege. Aber der kleine Streifen da unten, der wird wohl bleiben müssen. Der Hauptübeltäter. Da mittendrin. Der wird am problematischsten werden.
auch nicht das Holz jetzt treffen, weil dann öffne ich ja wieder was für neue Luftblasen. Und das liegt mir ja ganz fern. Ich denke mal, jetzt bin ich schon mal so weit tief genug gekommen. Ne? Ja, da sieht es auf jeden Fall schon mal so weit gut aus. Hier entferne ich natürlich noch ein bisschen was. Das könnte auch so weit sein. Ich muss nachher, da ich das mit meinen Augen ja nicht vernünftig sehe, mal mit der Lupe gucken, damit ich es genauer sehe. Ansonsten kann ich immer nur so ein bisschen erahnen und fühlen, wenn es so ist. Mal ganz kurz einen Staubsauger nehmen. Ich habe ja mal meinen kleinen hier zur Hand. Kurz leiser machen, falls es zu laut wird. Dafür, damit ich dann wenigstens wieder sehe, wo noch vielleicht was ist. Das eine muss ich mit der kleinen Zange jetzt noch rausnehmen, was hier noch hängt. Weil das ist mir sonst zu weiß. Und ob das dann wieder vernünftig sein würde, hinterher klar werden und alles. Aber soweit denke ich mal, habe ich jetzt das meiste getroffen. Wie gesagt, ich gucke nochmal mit Licht und Lupe vernünftig in Ruhe lang. Und der Rest geht für euch natürlich dann noch weiter, bis es wirklich wieder schön ist und die Endschicht dann aufgebracht werden kann. Also bleibt dran, es geht noch weiter für euch. So, jetzt habe ich alle Löcher soweit gereinigt. Und auch noch mal ein klein bisschen nachgebessert, wo noch was nachzubessern war. Zahnstocher ganz wichtig. Und ich fülle jetzt alles mit Pipette. 3DB20 habe ich mir dafür aber angerührt. Natürlich habe ich das diesmal absichtlich auf 40 Grad mit temperiert, damit es schön dünnflüssig ist. Und jetzt lasse ich das ganz sachte immer vom Rand aus reinlaufen. Und zwar so lange, bis es jetzt gefüllt ist.
das sieht schon mal gut gefüllt aus. Ich gehe so rum, damit ich hier auch wieder ankomme, um mir den Zahnstocher nehmen zu können. Währenddessen fülle ich die Pipette nach. So. Und auch schön vom Rand aus sachte reinlaufen lassen, damit auch ja alles schön in die Spitze drin kommt. Das, was ich im Moment ohne Brille sehe, sieht schon mal sehr gut jetzt aus. Da bleibt nichts Helles zurück. Also sprich, es wird alles wieder schön durchsichtig. Das ist die Hauptsache dabei jetzt. Weil beim Bohrer, wie gesagt, da hätte ich zu viel... Ja, weil der zu schnell rinschneidet und man den halten müsste, damit zu viel Reibungswärme erzeugt wird. Wenn ich mit der Oberfräse selber rangegangen wäre, genau das gleiche Problem, weil die Drehzahl dafür eigentlich viel zu schnell ist sonst. Deswegen habe ich mir den Fräser lieber in Akkuschrauber gespannt und habe das so gelöst. Wenn das minimal jetzt drüber wegfließt, ist das gar nicht weiter schlimm, weil es kommt ja noch eine Endschicht drauf, die ich ja morgen machen will. Getroffen, ja, sieht ganz danach aus. Dann stelle ich den mal kurz in der Mitte. Wird ja sowieso noch hier reinigt alles. Jetzt gucke ich mit dem Zahnstocher, ob auch wirklich bis in die Spitze überall was hingekommen ist. Stocher im Prinzip bloß noch mal ein bisschen nach, auch wenn ich jetzt so nichts großartig sehe. Sogar nur ihn vergessen. Den sehe ich jetzt erst, weil er noch heller ist.
soweit wirklich ganz gut aus. Da unten die eine habe ich die tatsächlich nie eröffnet. Mensch. Da muss ich mir doch mal schnell in von die Handbohrer versauen. Seite legen, da kann ich es hinlegen. Da nicht. Ach, nachdem mein Zeug umgeräumt ist, ich und suchen, meine Frage. Ja. Nehme ich den von die älteren Bohrer. Da, der ist okay. Den kann ich dafür nehmen. Mal gucken, damit ich da mit der Hand rinkomme. Jetzt ist er geöffnet. Ein bisschen ausdehnen. Weil das habe ich gemerkt, wie er da geploppt hat. Da kam der Plopp und dann war so offen. Habe ich natürlich vorher nicht gesehen, damit da noch genau was war. Aber wenn man mit dem Licht so ein bisschen herumläuft, dann fällt ihnen sowieso immer wieder was Neues auf. Und so war das jetzt auch. Und dann natürlich die Luft rauskriegen. Oh, da geht es ganz schön tief rein. Da, ich glaube, da nehme ich mal eine kleinere Pipette dafür. Zu machen. Weil die haben ja so eine schöne Spitzen. Das sind ja bloß die 2 Milliliter Pipetten hier. Die drücke ich jetzt vorher zusammen. Drücke die Spitze einfach rein und sauge ganz unten jetzt die Luft ab aus der Blase. Erzeuge unten drin jetzt sozusagen Vakuum und dann füllt sich die ganze Luftblase weiter unten auch mit Harzgemisch. Und schon hat es sich gefüllt. Herrlich. Das ist doch gut. Das ist super geworden. Ich werde mal vorsichtshalber nur einmal bis rintauchen. Wo ist er denn nun? Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Da ist er. Natürlich in 2 Bläschen erzeugt, aber die nehme ich auch gleich ab. Und ein bisschen mehr noch ab. Weil dann fülle ich nämlich lieber nochmal was nach. Damit diese Kuhle auch wieder so gut wie richtig voll ist. Hier muss ich das gleiche noch mal ein bisschen fabrizieren, denn bei dem Loch habe ich auch erstaunt, wie tief das war hier.
Das hat sich aber soweit recht gut erfüllt. Ah, da unten an den Stoch, das könnte ich auch mit dem anderen Bohrer schaffen. Mal gucken, ob wir das noch aufkriegen. Ja, da hat er die Kamera gerade wieder mal so einen kleinen Aussetzer. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, das ist hier dicht neben Brett, aber ich kriege das mit der Hand noch ein bisschen nachbearbeitet und das ist richtig gut, damit das so geklappt hat jetzt. Herrlich, da bin ich ja mega zufrieden drüber. Und dann natürlich auch gleich noch die Luft abnehmen, wo ich dann so mein Blatt hingelegt schon wieder. Mann, bin ich denn, da ist es. Das habe ich jetzt Vakuum drin erzeugen im Loch, damit auch hier alles schön sauber wird da drin. So sieht es doch schon deutlich besser aus. So, jetzt kriegt das oben ein Tröpfchen drauf, damit das wieder voll ist. Aber dadurch seht ihr, damit man so eine kleine Fehldinger auch beseitigen kann. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man das durch ein bisschen Nacharbeit noch aufbessern kann, denn wieder, da mache ich jetzt bloß einen kleinen Klecks mehr hin, damit es sich hier noch ein bisschen besser verteilt bei den Schleifrändern, Schleifränder sage ich schon, bei den Fräsrändern. So sieht es besser aus. So, dann werde ich mal mein restliches B20 in eine Form geben. Denn ich muss ja immer ein bisschen mehr an, komischerweise. Aber ist immer besser wie abmessen. So, dann kann ich morgen endlich mit der Endbeschichtung weitermachen. Ich hoffe, euch hat auch das Thema jetzt ein bisschen gefallen. Die Nacharbeit bei Fehlern, die passieren können, sieht man ja sonst bei anderen nicht, denke ich mal. Dafür war es umso besser, das euch so zu zeigen, damit ihr das seht, was ihr machen könnt. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wie immer. Abonniert gern meinen Kanal, damit ihr die weiteren Folgen nicht verpassen tut. So, dann wollen wir mal einen kleinen Kontrollgang machen. Und da sieht man, wenn man von oben ruf guckt, sieht man keine großen Bläschen mehr. Da sieht es schon mal sehr gut aus. Da waren Tröpfchen. Da war auch schön klar. Da ist es noch ein bisschen abgesackt, aber auch schön klar. Den Rest macht dann das Honey-Resin. Da ist es auch schön klar geworden, aber immer noch ein paar kleine Bläschen weiter unten drin. Das wird eine Stelle sein, die ich nicht mehr so gut hinkriege. Aber selbst hier auf der Höhe alles schön klar geworden. Es ist ja nur noch am Festwerden, es ist ja noch nicht ausgehärtet. Auch da die eine Stelle noch, die ich da gemacht hatte, ist auch schön klar geworden. Ja, die paar Tropfen, die so drauf sind, das macht nicht viel. Das deckt das Honey-Resin dann ab. Aber die Nachbearbeitung hat sich gelohnt. Da sieht man das nochmal, ist alles schön klar geworden. Und die Stelle, die mir hier am meisten Sorgen bereitet hat,
Das ist das Wichtigste, die ist auch schön klar geworden. Ja, aber hundertprozentig fehlerfrei, leider auch beim zweiten Mal nicht, weil ich ja die Luftblasen da nicht alle weggekriegt habe. Da sind unten noch ein paar drin, oben der Zieg, nur mit der Klinge ab, ganz sachte. Ja, da liegt noch ein bisschen vom Dings drauf, das nehme ich ja hinterher sowieso mit Staubtuch dann nochmal alles ab, bevor ich die Endschicht auftrage. Und dann kommen ja 2 mm Hanni-Resinen drauf. Aber das geht in der nächsten Folge dann erst weiter. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der nächsten Folge und der Fertigstellung, denn das dauert ja alles noch. Aber es kommt nach und nach. Bleibt dran und verfolgt den Stream.